gesprochen hat, Düsen Tekkal, die über Islamismus und Rechtsradikalismus in Deutschland sprach. Wir hatten eine große Tagung unter dem Titel Imagine Solidarity. Und zuletzt war hier Philipp Theer, der über Flucht und Integration in Europa gesprochen hat. Auch der heutige Abend steht unter diesem Thema Solidarity in Danger. Aber anders als bei den anderen Veranstaltungen geht es hier nicht um ein spezifisches Politikfeld, sondern um über eine übergreifende Fragestellung. Die Frage nach den Argumentationsmustern von Populisten und konservativen Nationalisten. Es geht also fundamental um Kommunikation. Und hierzu wird Susan Nyman die Thesen ihres jüngsten Buchs vorstellen. Ich habe es hier. Widerstand der Vernunft, ein Manifest in postfaktischen Zeiten, erschienen 2017. Ein Jahr zuvor, 2016, hat die in Wiesbaden ansässige Gesellschaft für deutsche Sprache postfaktisch zum Wort des Jahres gekürt. Aus der Begründung zitiere ich: Postfaktisch ist ein Kunstwort, das darauf verweist, dass es zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht und ein Teil der Bevölkerung bereit ist, auf den Anspruch auf Wahrheit zu verzichten, Tatsachen zu ignorieren und offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Was man tun kann, um dem Anspruch auf Werte und Wahrheiten wieder zu seinem Recht zu verhelfen, darum soll es heute Abend gehen. Susan. Ganz herzlichen Dank, Martin. Ich muss jetzt auch ein Wort zu unserem stellvertretenden Direktor sagen, der nicht nur stellvertretender Direktor des Einstein-Forums ist, sondern Historiker und einer der wirklich klar denkende Menschen über soziale und politische Fragen, die ich kenne. Ich freue mich, dass Sie bereit waren, auch die Gesprächsleitung zu übernehmen. Ich rede heute nicht über Fake News, auch nicht über russische Bots und möglichst wenig über den Bewohner des Weißen Hauses, der von 65% seiner Landsleute so verhasst ist, dass wir Namen für ihn erfinden, damit wir seinen Namen nicht aussprechen müssen. Manchmal sind sie ganz wichtig. Ich finde einige zu witzig. Voldemort zum Beispiel, finde ich ein bisschen, oft. Das war dem Narzissmus eines Mannes, der seinen Namen auf Flugzeuge und Steaks platziert, möchte ich nicht bedienen. Ich werde auch nicht über Populismus reden, einen Begriff, der extrem schwer definierbar ist, auch wenn ich mir Sorgen darüber mache. Die Themen haben wir seit spätestens den Brexit x-mal diskutiert, mehrmals hier in diesen Räumen und die Diskussion kennen Sie sicherlich aus den Medien. Ich kenne einige von Ihnen, weiß nicht, wer Sie alle sind, darf aber davon ausgehen, dass Sie weder glauben, dass Hillary Clinton während des Wahlkampfs einen Kinderpornoring aus einer Pizzeria betrieb, noch dass Brexit dem britischen Gesundheitssystem 350 Millionen Pfund jede Woche bescheren wird. Wir sind fortschrittlich aufgeklärte Menschen, sonst wären sie nicht auf so eine Veranstaltung, gehe ich davon aus. Sind es aber nicht solche Kreisen, die überhaupt nicht mehr an Fortschritt glauben, weil sie es mit unbegrenztem neoliberalen Wachstum verwechseln? Sind es nicht solche Kreisen, die die Aufklärung nicht nur als überholt betrachten, sondern als Quelle für Eurozentrismus und Kolonialismus? Es ist äußerst bequem, verlorenen Menschen, die an krasse Fake News glauben, die Schuld für Trump oder AfD zu geben. Menschen wie Sie und ich sind dann daran unschuldig. Dennoch machen solche Gestalten nur die Hälfte der Trump-Wähler aus. Die Daten sind da sehr deutlich. Die Ärmsten haben für Clinton gestimmt, während die Hälfte aller Trump-Wähler Jahreseinkommen über $100.000 im Jahr haben. Auch der Bildungshintergrund spielt dabei keine wesentliche Rolle. Unter weißen Wählern mit Hochschulabschluss haben 49% für Trump gestimmt,
45% stimmten für Clinton, die übrigen 6% haben ihre Stimme für eine hoffnungslose Partei gegeben. Auch in Deutschland ist ein Mythos, dass die AfD-Anhänger zu den Globalisierungsverlierern gehören. Auch wenn wenige von ihnen das Lebensniveau von Alexander Gauland genießen, gehören die meisten ihrer Unterstützer nicht zum Prekariat. Selbst Kritiker der Neoliberalismus haben oft vergessen, wie der Neoliberalismus auf den Ruinen des Staatssozialismus aufgebaut wurde. Letztere ist genauso wenig die einzig möglichen Form der Sozialismus, wie der Neoliberalismus alle Möglichkeiten des Kapitalismus nicht ausschöpft. Um Alternativformen formulieren zu können, brauchen wir gerechtere Geschichtsbilder. Sie fangen bei der Erkenntnis an, dass die DDR nicht auf die Stasi reduziert werden kann. Mir liegt es fern, die Stasi zu rechtfertigen, auch wenn ich weiß, dass ihre Methoden von der heutigen Überwachung durch Wirtschaft und Politik, wie Edward Snowden bewies, an Effizienz reichlich übertroffen wurden. Aber auch Snowdens glühendste Anhänger kommen nicht auf die Idee, die Gesamtkultur der USA auf die NSA zu beschränken. Kein von ihnen wäre auf die Idee gekommen, dass Hillary Clinton einen Kinderpornoring in einem Pizza-Restaurant betrieb, schon aus fehlenden Zeitgründen während eines Wahlkampfs. Doch insofern wir unsere historischen Kenntnisse aus den etablierten Medien nehmen, lassen wir uns täuschen, dass Ronald Reagan ein wohlgesonnener, wenn auch nicht besonders kluger Weltpolitiker war, oder dass die DDR dem Nazistaat glich, in der außer ein paar Oppositioneller nur ängstliche Schafe oder garstige Kollaborateure lebten. Zweifelsohne muss das Versagen des realen, nicht mehr existierenden Sozialismus benannt und vor allem analysiert werden. Doch jede Analyse könnte auch daran erinnern, dass das Jahr 1989 nicht nur das Ende der Berliner Mauer brachte, sondern den Anfang eines Kapitalismus, der in Abwesenheit jedes Gegenbildes zunehmend alle Werte zu Marktwerte reduzierte. Ich bin keine Freundin des leninistischen Prinzips, wonach alles erstmal zum Schlimmsten kommen muss, bevor es besser wird. Deshalb habe ich nach der Unterstützung des demokratischen Sozialisten Bernie Sanders in den Vorwahlen Hillary Clinton doch gewählt. Doch jetzt, wo es zum Schlimmsten gekommen ist, könnte man meinen, dass auch Lenin gelegentlich recht hatte. Denn Trumps Wahlsieg könnte bereits ein Umdenken befordert haben. Er zeigt nicht nur das nackte Gesicht des ungezügelten Kapitalismus, sondern eine Reihe von Ideen, die nicht nur aus rechten Ecken kommen. Und ganz im Gegenteil. Rechtsradikalen greifen zu Waffen, wenn sie die Wahrheit traditioneller Quellen anzweifeln. Linksliberale greifen zu Theorie. Um Widerstand gegen Rechts sinnvoll leisten zu können, müssen wir uns zunächst von postfaktischen Theorien befreien. Wer zu oft Fälschungen liest, sei es über Pornoringe, Massenvernichtungswaffen oder gütige Präsidenten, dem sei verziehen, wenn er die Suche nach Wahrheit aufgibt. Doch die Erfahrung, öfters angelogen zu sein, reicht nicht aus, um Begriffe der Wahrheit anzuzweifeln. Dafür braucht man theoretische Unterstützung. Aus postmoderner Theorien, begleitet von ihren scheinbaren Gegnern aus der Evolutionsbiologie und der neoliberalistischen Wirtschaftswissenschaft. Bei allen Unterschieden setzen sie alle eine Metaphysik des Misstrauens voraus. Hinter jeder Behauptung steht ein verborgener Machtanspruch, hinter jeder vermeintlichen Ideale ein Interesse. Als Paradebeispiele gilt natürlich, jedenfalls in jüngsten Zeiten, gilt der Irakkrieg.
Hinter inflationärer Rhetorik über Gut, Böse und Demokratie stand in der Tat die Lust auf Regionalherrschaft und Öl, sowie eine willkommene Ablenkung von einer Präsidentschaft, die 2002 als die schlimmste der amerikanischen Geschichte galt. Das waren noch Zeiten, wa? Für viele war dieser Krieg nun der letzte Beweis, dass jeder Versuch, Bösem entgegenzutreten und jeder Versuch, Gerechtigkeit zu fördern, nichts anderes als Heuchelei sei, der zynische Versuche, eine Gruppe ihre Interessen mit moralischer Rhetorik zu verschleiern. Demnach liegt es in der Natur des Menschen, jeder handelt, um seine Interessen durchzusetzen, seinen Freunden zu helfen, seinen Feinden zu schaden. In den Worten des Nazi-Juristen, der kurioserweise zum Lieblingsdenker vieler Linksintellektueller geworden ist, wer Menschheit sagt, will betrügen. Falls Sie den Autor nicht kennen, ist das von Carl Schmitt, der selbst Schüler mir geschrieben haben. Ich verstehe nicht. Wieso soll er zu irgendwie von linke Theoretiker ernst genommen werden? Aber das ist natürlich ein anderes Thema, aber nicht ganz. Jeder Generation stellt diese Haltung als etwas Neues, gar Radikales dar. In der Tat ist sie spätestens seit Platon, der sie in seinem großen Werk Der Stadt erwiderte, vorhanden. In den letzten Jahrzehnten war Michel Foucault ihr wichtigster Vertreter und er formuliert das so, ich zitiere Foucault, ist Macht nicht schlicht eine Form der kriegsähnlichen Herrschaft? Sollte man nicht daher alle Probleme der Macht als Kriegsverhältnisse begreifen? Ist Macht nicht eine Art von verallgemeinertem Krieg, der in bestimmten Augenblicken die Form des Friedens und des Staates annimmt? Der Frieden wäre dann eine Form des Krieges und der Staat ein Mittel, ihn zu führen. Ende Zitat. Es gibt vieles, was man an diesem Zitat kritisieren kann. Ich sage nur, erstmal ein Grundkurs in Logik hat er uns viel Wirrwarr erspart. Aus der Tatsache, dass einige Menschen blaue Augen haben, kann man nicht schließen, dass es keine anderen Augenfarben gibt. Aus der Tatsache, dass einige Moralansprüche verborgene Machtansprüche sind, kann man nicht schließen, dass jeder Anspruch, für das Gemeinwohl zu handeln, einen Machtanspruch verschleiert. Aber Logik ist selten die Stärke von Denkern, die oft so verdunkelt schreiben, dass sie an Nietzsches Spruch erinnern, sie trüben das Gewässer, damit es tiefer erscheint. Weil Foucaults Nachfolger meist noch undurchdringlicher sind, wäre es blöd zu behaupten, dass jeder politisch interessierte Mensch ein Kenner der neuesten Theorien sei. Doch wir alle sind Mitgefangene unserer Zeit und selbst diejenigen, die nicht studiert haben, schwimmen in den Ideologien, die vorhanden sind. Wie Breitbart News, der extrem wichtig rechtsradikale Nachrichtenwebsite aus Amerika, wie Breitbart News das ausdrückt, Politik steht stromab von der Kultur. In einem bekannten Aufsatz in Foreign Affairs, kurz vor den US-Wahlen, hat der Kulturtheoretiker Stanley Fish Grundkenntnisse eines Wissenstransfers ganz abgelehnt. Zitiere, abstraktes Denken wie der Postmodernismus ist nicht die Ursache schlechter Handlung, er ist auch keine Ursache guter Handlung, er verursacht gar keine Handlung. So der bekannte Stanley Fish. Nun haben Philosophen seit Jahrhunderten über die Beziehung zwischen Denken und Handeln, Theorie und Praxis gestritten. Aber auch ohne ihre Argumente zu studieren, ist es schon klar, unsere Gedanken über das Mögliche bestimmen die Rahmen, in denen wir handeln. Sollten Sie meinen, es sei unmöglich, Wahrheit von Narrativ zu unterscheiden, werden Sie es auch nicht versuchen. Sollten Sie meinen, Menschen können nur nach Eigeninteresse bzw. Stammeninteresse handeln, werden sie sich nicht scheuen, das Gleiche zu tun. Fisch fährt fort, Zitat, von den
geduldigen und sorgfältigen Diskussionen schwierige Probleme, die den postmodernen Diskurs kennzeichnet, sind Trumps Rede und Denkweisen meilenweit entfernt. Das kann man zustimmen. Weil er kein Rezept für politische Handlung, sondern ein Gespräch mit anderen philosophischen Theorien ist, hat der Postmodernismus keine Kausalbeziehung zum Sieg Donald Trumps. Ende Zitat. Natürlich haben weder Trump noch die Journalisten, die über ihn berichten, ausreichende Geduld und Sorgfalt, mit komplexen philosophischen Theorien umzugehen. Wie jeder erfahrene Autor wissen müsste, nehmen die meisten Leser oft nur die einfachste Version der Gedanken des Autors mit. Allerdings hätte Stanley Fish ein bisschen weiter lesen können, wenn er aus der postmoderne Theorie zu die Aussagen eben von den Menschen, die Trump zu seinem Sieg geholfen hatte. Aber dazu kommen wir gleich. Ich bin entgegen Fish der Meinung, dass die Philosophie nicht nur dazu da ist, um Gespräche mit anderen Philosophen zu führen. Sie kann uns alle dazu bringen, die Annahmen zu entdecken, die unsere Meinungen untermauern. Dabei zeigt sie uns ungeahnte alternative Möglichkeiten. Die Formel "sei doch realistisch" klingt harmlos, beinahe banal, doch dahinter liegt eine Metaphysik, die viele Politik bestimmt. Sie verbirgt eine Reihe von Voraussetzungen. Was ist denn wirklich? Was Fantasie? Was unmöglich? Was unvorstellbar? Übersetzt heißt der Ratschlag, realistisch zu sein, ungefähr so viel wie: schraube deine Erwartungen hinunter. Wenn Sie solchen Ratschlägen fallen, wie stellen Sie die Wirklichkeit vor? Seit 1989 haben eine Reihe philosophischer Vorstellungen die Oberhand gewonnen. Der Neoliberalismus verbreitet die Idee, ohne sie explizit zu vertreten, dass die einzige echte Werte Marktwerte sind. Die Evolutionsbiologie will dies mit unbeweisbaren wissenschaftlichen Formulierungen untermauern. Auch unsere Urahnen und sogar unsere Gene handeln angeblich nur mit dem Ziel, sich selbst weiter zu vermehren. Gemeinsam haben beide Disziplinen die Annahme, dass Wahrheitsansprüche immer Machtansprüche sind. Wenn es überhaupt Fakten geben soll, sind es Fakten über Domination. Nun habe ich nur einen Menschen erlebt, Gott sei Dank noch nicht persönlich. Ich habe nur einen Menschen erlebt, der tatsächlich so handelt. Donald Trump verkörpert alle drei Theorien. Seine Wahrheitsansprüche sind nur Machtansprüche, seine Werte sind nur materielle Werte und es scheint in seiner Natur zu liegen, so zu handeln, um möglichst viel Kopien sich selbst oder wenigstens seinen Namen zu reproduzieren. Aber die Theorien, die diesen eigenartigen Mensch beschreiben, können glücklicherweise nicht auf die ganze Menschheit übertragen, fragen Sie sich doch selber. Wir handeln nicht so. Die verbreiten solche Ideologien meist in vereinfachter Form, bemerken wir kaum, weil sie ja Selbstverständlichkeiten geäußert werden. Da sie nur halbbewusst weitergetragen werden, verbreiten sie größtmöglich Unsicherheit. Wer nur gelernt hat, jedem Wahrheitsanspruch mit Misstrauen zu begegnen, dem wird es schwerfallen, eine Lüge als solche zu erkennen. Und die Rechten wissen die Unsicherheit ihrer Gegner auszunutzen. Hier ist ein ganz wichtiges Beispiel. Glücklicherweise funktioniert er nicht so gut in Europa. Es spielt aber eine große Rolle in den USA, in der US-amerikanischen Klimapolitik. Die sagen, ja, Darwin hat ein Narrativ angeboten, der Bibel ein anderes. Wer soll schon entscheiden, welches Narrativ die stärkere ist? 99% der Klimaforscher sind der Meinung, dass unser Energieverbrauch das Klima verändert. Wer sagt aber schon, dass die Meinung der Mehrheit von Experten die richtige ist?
Der Verleger Andrew Breitbart erklärt seine Strategie, und ich zitiere nochmal: Im 21. Jahrhundert sind die Medien alles. Die Liberalen gewinnen, weil sie das Narrativ bestimmen. Die Medien bestimmen das Narrativ. Narrativ alles ist alles. Ich bin im Krieg, um das amerikanische Narrativ zurückzugewinnen. Sein etwas sanftmütigerer Kollege, der erfolgreiche rechtsradikale Website-Betreiber Mike Chernowitz, erklärte der Zeitschrift The New Yorker: Sehen Sie, ich habe die postmoderne Theorie an der Uni gelesen. Wenn alles ein Narrativ ist, brauchen wir Alternativen zu den herrschenden Narrativen. Er lächelt. Ich sehe nicht aus wie ein Typ, der Lacan liest, oder? Tut er nicht, aber hat er trotzdem getan. Linke Theoretiker unserer Zeit haben nur verdeutlicht, was schon bei Marx problematisch war. In meinem Buch Moralische Klarheit habe ich argumentiert, wie Marxes Materialismus zum Fall der Sozialdemokratie geworden ist. Gelähmt haben uns nicht nur die Brutalität der Praxis, die marxistische Regierungen oft begleitet, sondern auch die Widersprüche der marxistischen Theorie selbst. Der Marxismus bezog seine Anziehungskraft aus dem Anspruch, moralische Gerechtigkeitsideale zu verwirklichen, welche die Aufklärung zwar formuliert, aber nicht zu Ende gedacht hat. Dank Marx haben wir verstanden, dass die Meinungsfreiheit eines Zeitschriftenverlegers etwas anders ist als die Meinungsfreiheit eines Protestlers, der ein Plakat auf der Straße hochhält. Ursprünglich war das keine Kritik an den Idealen selbst, sondern an deren mangelnden Erfüllung. Und es war eine wichtige, fortschrittliche Kritik. Die Ideale, die die marxistische Bewegungen beflügelten, würden jedoch von einer Metaphysik ausgeholt, die bei den Sophisten aus der griechischen Antike stehen geblieben ist, auch wenn sie immer wieder in Mode kommt. Für Marxisten sind Ideale nichts als Ideologien, Rationalisierungen ohne wirkliche Basis. Ob Philosophie, Kunst oder Religion, alle verfolgen nur einen Zweck, die realen, sprich ökonomischen, Verhältnisse zu verschleiern, die wirklich unsere Leben bestimmen. Muss nicht aller Marxisten, ich bin ein großer Fan von Edward Bernstein, der viel vergessene Sozialdemokrat, der gemeint hat, was Marxismus fehlt, ist mehr Kant. Ich finde das absolut richtig. Die grundsätzliche Dissonanz zwischen Ton und Inhalt sticht ins Herz von Marxes Theorie. Mit großartiger Prose bewegt er die Gemüter mit Idealen der Gerechtigkeit, kurz bevor er idealer Ungerechtigkeit zum Überbau erklärt. Hinweise auf Unterschiede zwischen den frühen und den späten Schriften bieten keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Die Kluft zwischen Ton und Inhalt lässt sich nicht verbergen. Auch diejenigen, die nicht dazu geneigt sind, spitzfindige Textanalysen zu betreiben, spüren es in den Knochen. Nun, Marxisten sind heute die meisten, manche Konservative noch mehr als andere. In diesem Sinn ist nämlich jeder marxistisch, der glaubt, dass das Fressen die Moral bzw. die Politik bestimmt. Chronologisch gesehen hat Brecht ja recht, wer hungert und friert, wird kaum die Möglichkeit haben, auf andere Ideen zu kommen. Aber von dieser Erkenntnis bis zu der Meinung, dass Geld immer die Vernunft besiegen wird, ist es ein großer Schritt, der öfter unternommen wird, als uns bewusst ist. Gewinn und Verlust sind messbar. Wenn nur das Messbare zählt, ist es kein Wunder, dass Außenpolitik als Deal verstanden wird, in dem Loyalität, Bundestreue, ja Prinzipien überhaupt keine Rolle spielen. Alles wird an einer Latte gemessen, bringt es mir und meinem Stamm, meinem Land, meinem Volk Gewinn. Ich bin irgendwie neugierig, aber ich werde es wahrscheinlich nicht erfahren, zu überlegen, wie der Moron im Weißen Haus auf die Behauptung reagieren würde, er sei eigentlich der beste Marxist aller Zeiten. Nicht wirklich, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine.
In den letzten Jahrzehnten haben viele gegen dieses Weltbild protestiert. Leider sind die erfolgreichsten dabei nicht die Occupy-Bewegung, sondern die Fundamentalisten und Nationalisten, die immer mehr Menschen in ihren Bann ziehen. Es ist grundlegend falsch, ihren Protest als Protest der Verlierer der Globalisierung zu verstehen. Mehr Gewinn würde sie nicht zufriedenstellen. Etliche empirische Studien zeigen, dass Dschihadisten oft zu den produktivsten und gebildetsten ihrer Länder gehören. Ein größeres Stück von Kuchen wird ihnen nicht genügen. Den Teller selbst lehnen sie ab. Und die jungen Frauen, die ihre Köpfe bedecken, wollen nicht zu einer Welt gehören, wo Frauenkörper wie Waren behandelt werden. Die jungen Nationalisten, die auf ihre ethnische Identität pochen, wollen nicht in einer Welt leben, wo jede Großstadt der Welt wie jede andere aussieht, weil multinationale Konzerne aller Orten die Straßen beherrschen. Dies ist natürlich kein Freibrief für die Exzesse der Menschen, die stur auf die Vorherrschaft ihrer Religions- oder ihrer Stammesgenossen pauken. Doch denjenigen, die dagegen handeln wollen, wird es nicht gelingen, wenn sie die Wurzeln der Probleme nicht verstehen und verstehen, wie wir dazu beigetragen haben. Wer sind wir? Das sind alle, die nicht klar genug erkannt haben, dass es zum Stammesdenken wirklich nur eine Alternative gibt, den Universalismus. Leider hat der Begriff gerade unter linksstehende Intellektuellen einen schlechten Ruf bekommen. Universalismus gilt als ideologischer Musterbegriff für Machtansprüche, mit denen partikuläre Interessen verteidigt wurden. So waren es Linksliberale, vor allem in der späteren US-Bürgerrechtsbewegung, die die Identitätspolitik erfunden haben, eine Politik, die der reaktionäre Nationalismus eines Carl Schmitt widerspiegelt. Wer glaubt, dass Wahrheit nur Macht ist, dass Ideale nur Interessen verschleiern, wird schnell zu dem Schluss kommen, dass lediglich die Interessen des eigenen Stammes zählen. Diese Entwicklung ist besonders tragisch, weil die frühen Bürgerrechts- und Antikolonialismusbewegungen entschlossen gegen jede Form von Stammesdenken eingetreten sind. Ihre Stärke wurde ausgedrückt in Liedern, die behaupteten, alle Menschen sind Sklaven, bis ihre Brüder befreit sind. Statt Geschichte, also das ist ein Lied aus der früheren Bürgerrechtsbewegung, das ich als Kind gesungen habe. Statt Geschichte zum Narrativ zu erklären, hätte der Postkolonialismus die Geschichte erweitern können. Es ist einfach eine Wahrheit, dass viele Nicht-Europäer, die oft reichhaltigen, komplexen Kulturen entstammten und von denen Europäer hätte lernen können, für europäische Gewinnmaximierung missbraucht und ermordet wurden. Die Europäer reisten, um Jean-Jacques Rousseau zu zitieren, nicht um ihre Köpfe, sondern um ihre Taschen zu füllen. Zitat aus 1754. So weit war Rousseau schon. Aber auch diese Wahrheit drohen zu schwindeln, wenn der Begriff der Wahrheit auf Macht reduziert wird. Wieder haben die Rechten dies früh erkannt. Identitätspolitik ist ein gefährliches Spiel. Wenn die Ansprüche der Minderheiten nicht als Menschenrechte, sondern als die Rechte bestimmter Gruppen anerkannt werden, was hindert die Mehrheiten daran, auf ihre eigenen Stammesrechte zu pochen? Solche Fragen waren während der Trump-Wahl zu hören und in den letzten paar Jahren haben sogenannte identitäre Bewegungen in Holland, Österreich, Frankreich und nun auch in Deutschland Fuß gefasst. Sie geben sich bewusst scheinbar harmlos. Wenn andere für die Rechte ihrer Gruppen kämpfen, warum sollen weiße Europäer nicht auch die Möglichkeit haben, gegen den verhassten Multikulturalismus aufzustehen? Kurz nach der Trump-Wahl lief eine Debatte in Amerika, die zum Teil auch auf Deutsch übermittelt wurde. Hauptsächlich, es gibt ein Buch, glaube ich, inzwischen übersetzt von Mark Liller, getragen. Welche Verantwortung trägt eine liberale Unterstützung der Identitätspolitik?
haben scheinbar nebensächlichen Fragen etwa der Diskriminierung weiße Wähler entfremdet, die wegen ihrer wirtschaftlichen Sorgen dann Trump unterstützten. Ich finde die Frage falsch gestellt. Mord an unbewaffneten Afroamerikanern, die zur Black Lives Matter führten, sind keine Nebensache, sondern Verbrechen. Und Gewalt gegen Frauen, Schwule und Lesben sind es genauso. Doch wenn diejenigen, die dagegen protestieren, in ihrem eigenen Stammesdenken verhaften, haben sie keine Möglichkeit zu argumentieren, dass solche Verbrechen zur universellen Entrüstung führen müssen. Wenn nur Stammesinteressen als natürlich gelten, gibt es keine Basis für eine wirksame universelle Entrüstung. Ihre Argumente werden partikulär formuliert, gestützt auf Machtbegriffe, denn heute sehen Machtbegriffe nach festem Boden aus. Nach Hannah Arendt hätte Adolf Eichmann nicht für Verbrechen gegen das jüdische Volk angeklagt werden sollen, sondern für Verbrechen gegen die Menschheit. Sie hatte recht. Das schien damals nicht so klar oder nicht so wichtig, aber es ist immer wichtiger geworden. Meine Unterstützung für die Black Lives Matter Bewegung entstammt weder meiner Stammeszugehörigkeit noch bestimmte Schulden meiner Ahnung, die keine Sklavenhalter, sondern arme Ostjuden waren und Anfang des 20. Jahrhunderts nach Chicago aufwanderten. Also Schuld habe ich auch nicht mal in der ferne Familie auf mich geladen. Ich unterstütze die Bewegung, weil das Erschießen unbewaffneter Menschen ein Verbrechen gegen die Menschheit ist. Und gleichzeitig distanziere ich mich von der weißen Gegenbewegung, die Parolen wie All Lives Matter schreit, weil sie versucht, mit einer banalen Wahrheit von einer wichtigen empirischen Wahrheit abzulenken, nämlich Afroamerikaner sind ungleich öfter als andere von Polizeigewalt bedroht. Doch um dies festzustellen, also ein Unterschied zum Beispiel zwischen empirischer und banaler Wahrheiten zu machen, um dies festzustellen, muss man schon an einem Wahrheitsbegriff festhalten. Es gibt, und das können wir vielleicht während der Diskussion, wir machen immer lange Diskussionen hier im Haus, das finde ich wunderbar, gegen andere Institutionen, die mal drei Fragen erlauben und dann ist es Schluss. Aber ich will jetzt nicht zu viel auf den Widerstand in den USA eingehen, obwohl es hierzulande wenig von den Medien berichtet werden. Es gibt wahnsinnig viel und das ist natürlich der Sinn, in dem ich vorhin meinte, witzigerweise hätte Lenin vielleicht doch ein bisschen recht, es muss zum Schlimmsten kommen. So viel Widerstand hat es in den USA nie gegeben, nicht auf so eine Breite, nicht also durch alle Altersgruppen, in aller Klassen. Es ist wirklich beachtlich, man soll sich versuchen, da zu informieren. Vielleicht, um auch in Europa Strategien zu entwickeln. Ich weiß, jedes Land braucht verschiedene Strategien, aber da kann man tatsächlich Hoffnung schöpfen aus dem, was jetzt seit dem 21. Januar los ist. Worüber ich hauptsächlich reden möchte, ist, was sind die allgemeinen Prinzipien, die ein jeder Strategie des Widerstands untermauern müssen? Geschichtsvergessenheit zeigt sich auch in der Geistesgeschichte. Nichts wäre schädlicher, als dem Ruf jener Denker zu folgen, wonach Brexit und Trump beweisen, dass die Zeiten der Aufklärung und Vernunft schon wieder endlich vorbei sind. Es gibt auch Bestseller, die das verkünden. Sie geben der Aufklärung die Verantwortung für ein Bild der Vernunft, die aus reiner ökonomischer Zweckrationalität besteht. Der Begriff des Homo economicus würde aber erst ein Jahrhundert nach der Aufklärung entworfen und im Kalten Krieg weiterentwickelt.
Verhaltensökonomiker wie der Nobelpreisträger Daniel Kahneman haben längst bewiesen, wie oft Menschen nicht handeln, um ihre eigene wirtschaftlichen Interesse zu maximieren. Sie werden oft von vielen anderen Motiven geleitet. Daraus könnte man zweierlei schließen. Wie Kahneman hauptsächlich, man könnte schließen, dass die Menschen irrational sind. Oder aber man könnte sich dazu entscheiden, den Vernunftbegriff zu überprüfen. Das ist der Weg, den ich gehen möchte. Bereits die Aufklärung, weil ich finde die Idee, dass Vernunft nur darauf besteht, eigene Gewinnmaximierung zu kalkulieren, einfach weltfremd und menschenfremd. Bereits die Aufklärung entwarf aber einen anderen Vernunftbegriff. Vernunft verstand sie als die Fähigkeit, sich an universellen Werten zu orientieren, vor allem an Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese Werte sind in Afrika und Asien wie auch in Europa vorhanden. Der Vorwurf des Eurozentrismus wurde schließlich von den Aufklärern erfunden, die immer wieder betonten, wie viel Europäer von anderen Kulturen zu lernen hätten. Dies taten sie oft unter erheblichen Gefahren, nur um ein Beispiel zu geben. 1723 musste der deutsche Philosoph Christian Wolff zwischen Tod und Exil wählen. Was war seine Sünde? Er hat öffentlich gelehrt, dass die Chinesen kein Christentum brauchen, um Moral zu haben. Und dafür gab der Herzog ihm 48 Stunden, um den Staat zu verlassen oder gehängt zu werden. Die Vernunft stellt sich auch nicht, wie die Romantiker beklagten, gegen die Natur, sondern es ist die Vernunft, welche die angebliche Natürlichkeit gewisser Zustände in Frage stellen kann. Überlegen Sie sich, wie oft Sklaverei, Folter, Armut und Frauenunterdrückung als natürlich dargestellt wurden, um ihre Unabänderlichkeit zu unterstreichen. Mitte des 19. Jahrhunderts haben sehr viele englische Priester zum Beispiel aufgerufen, die Hungernden in Irland zu ignorieren, weil das ja schließlich Gottes Wille sei, dass sie verhungern. Ja? Und die können sich aus der Geschichte sehr, sehr viel Beispiele nehmen. Vor allem stellt sich die Vernunft gegen eine Obrigkeit, die ihre Macht verteidigt, indem sie das Recht auf Denken einer kleinen Elite vorbehält. Damals war die Elite eine Aristokratie, die eng mit der Kirche verbunden war. Heute besteht sie hauptsächlich aus neoliberaler Wirtschaftsberater, die die angeblich Natürlichkeit ihrer Ideologie mit evolutionärer Biologie untermauern. Die Aufklärer waren sich immer bewusst, dass die Vernunft auch Grenzen hat. Sie waren nur nicht bereit, der Obrigkeit die Festlegung der Grenzen zu überlassen. Ein gewisses Maß an Zweckrationalität ist bei einem solchen Vernunftbegriff gefordert, auch Begriffe der Logik. Sie reichen aber bei weitem nicht aus. Kern der Vernunft ist das Prinzip des zureichenden Grundes, nicht als fest, das heißt, es gibt für alles einen Grund, warum es so und nicht anders ist. Dies war für die Aufklärer, aber im Gegensatz zu Leibniz, seinen voraufklärischen Rationalisten, dies war nicht eine Feststellung, sondern eine Forderung. Finde für alles, was geschieht, den Grund, warum es so und nicht anders ist. Vieles taugt als Grund, aber anderes eben nicht. Beispielsweise, so ist ja die Welt oder man hat's mir gesagt. Die Fähigkeit, Gründe für das Gegebene zu suchen, ist die Grundlage aller wissenschaftlicher Forschung und sozialer Gerechtigkeit. Jedes Kind folgt dem Prinzip des zureichenden Grundes, wenn es fragt, warum der Regen fällt, und nicht loslässt, bis die Erwachsenen jene Gründe erklären, die dazu führen, oder dem Kind sagen, er soll aufhören, so viele Fragen zu stellen. Aber jedes Kind wird auch neugierig, wenn es zum ersten Mal einen Obdachlosen oder ein syrisches Kind im Fernsehen sieht. Warum hat der Mann keinen Schlafplatz? Warum hat das Kind kein Zuhause? Wer ernsthaft versucht,
dem Kind eine Antwort zu geben, wird von Erklären zum Handeln geleitet. So verstanden wird die Vernunft weder auf Technik beschränkt, noch gegen die Leidenschaft ausgespielt. Wie Martin Schad schon gesagt hat, die Gesellschaft für deutsche Sprache definiert postfaktisch, das war übrigens auch von der OED in England zu Worte des Jahres erklärt. Entschuldigung, ich bin noch mit einer langen Grippe beschäftigt. Definiert postfaktisch also die Bereitschaft, Tatsachen zu ignorieren, und verweist darauf, ich zitiere, dass es in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht. Ende Zitat. Diese Erklärung verrät einen binären Gegensatz zwischen Fakten und Gefühlen, in dem beide zu kurz kommen. Denn Gefühle und Fakten reagieren aufeinander. Es geht nicht darum, auf Emotionen zugunsten von Fakten zu verzichten, sondern sicherzustellen, dass beides im Anklang sind. Politik wird entweder von Ängsten oder von Werten getrieben. Wohin die Politik der Ängste führt, haben wir nun gesehen. Sie hat viele Menschen auch deshalb angezogen, weil westliche Gesellschaften unfähig sind, die eigenen Werte zu definieren und zu verteidigen. Eine Aufgabe, die heutzutage selbst von den Konservativen nur zögerlich übernommen wird. Eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, Menschen das Gefühl zu vermitteln, ihr Leben habe mehr Sinn als Konsumgüter anzuhäufen, wird scheitern. Es geht hier um Würde. Wer nicht selber an den Wert der Werte glaubt, wer Appelle auf Werte auch heimlich als Sonntagsreden abtut, kann nicht glaubhaft über Würde sprechen. Kant stellte die Behauptungen der selbsternannten Realisten auf den Kopf. Natürlich widerstreiten Vernunftideen den Behauptungen der Erfahrung. Dazu sind Ideen ja da. Ideale sind nicht daran messbar, ob sie der Wirklichkeit entsprechen. Die Wirklichkeit wird danach beurteilt, inwieweit sie den Idealen gerecht wird. Die Aufgabe der Vernunft ist sicherzustellen, dass die Erfahrung nicht das letzte Wort hat. Das hat auch Max Horkheimer gesagt. Und die Vernunft soll uns dazu antreiben, den Horizont unserer Erfahrung zu erweitern, indem sie uns Ideen liefert, denen die Erfahrung gehorchen soll. Wenn viele von uns das tun, wird es auch so sein. Die Welt wird verändert, wenn bestimmte Ideen als normal durchgesetzt werden. Ich möchte ein vergessenes Beispiel. Ich habe viele Beispiele, aber bis jetzt, vielleicht widerspricht mir einer, bis jetzt ist das das einzige Beispiel, die ich gefunden habe, wo niemand damit argumentiert. Dagegen argumentiert. Während des Vietnamkrieges war der einfachste Weg der Wehrpflicht zu entgehen, jedem bekannt. Man müsste sich nur als Schwule inszenieren, denn erst seit Obama dürfen Schwule und Lesben dem Militär offiziell dienen. Nun kannte ich damals Männer, die nach Kanada flohen, Männer, die in den Knast gingen, selbst Männer, die nach Vietnam führen. Unter diesen Männern, die sich allesamt als linke Kriegsgegner verstanden, kannte ich aber keinen, der bereit war, auch nur eine halbe Stunde lang den Schwulen zu spielen, obwohl in durchgerauchten Nächten oft Witze darüber gemacht wurden. Es gab mindestens zwei Lieder, die sehr populär waren, also jeder wusste das. Aber alle hatten Angst vor Gerüchten, die entstehen könnten. Er hat es nicht nur gespielt, er ist ja wirklich schwul. Heute leben wir in einer Welt, in der gleichgeschlechtliche Ehen sogar in konservativen Ländern wie Spanien, Irland, die USA und schließlich jetzt Deutschland gefeiert werden. Freilich hat die überraschend breite Akzeptanz der gleichgeschlechtlichen Liebe auch dunkle Zeiten. Neoliberalen können sich als liberal präsentieren, wenn sie nur niemanden aufgrund bestimmter Zugehörigkeiten herabsetzen. Grundsätzlich müssen sie nichts ändern.
Dennoch ist die Gleichbehandlung von Lesben und Schwulen ein Fortschritt, der vor einer Generation unvorstellbar war. Nun, glauben Sie immer noch, dass Ideen wie Gerechtigkeit die Welt nicht ändern? Demokratie braucht Bürger, die in der Lage sind, ihre Worte zu reflektieren. Wir schlucken oft Phrasen, ohne uns über deren Bedeutung bewusst zu werden. Mit Phrasen wie Verantwortung gegenüber unseren Aktionären verkleidet der Neoliberalismus seinen Grundsatz Gewinn über alles in schönen moralischen Farben. Denn wer will schon gegen Verantwortung klagen, ja? Der wohlgemeinte Ruf nach Toleranz ignoriert die Tatsache, dass man im Alltag nur das toleriert, was man nicht mag, sondern vielmehr das, wogegen man nichts tun kann. Schmerzen, Lärm, Gestank. Ein Rechtsnationalist, der zu Toleranz ermahnt wird, wird nur an seine Machtlosigkeit erinnert. Viel stärker wirkt ein Appell nach Solidarität mit einem Hinweis auf die Bereicherung, die entstehen, wenn mehrere Kulturen zusammenkommen. Es ist bezeichnend, dass die Nationalisten in Städten, wo täglich mehrere Kulturen miteinander leben, die Minderheit stellen. Selbst in Ländern, wo die Anzahl der Rechtsnationalisten wächst, werden Großstädte wie London, Paris oder Rotterdam von Bürgermeistern ausländischer Herkunft regiert. Dies muss nicht zur Einheitskultur führen, im Gegenteil. Wenn man andere Kulturen nicht nur toleriert, sondern aktiv genießt, wird es leichter, auch die eigene Kultur zu schätzen. Solidarität mit anderen Kulturen darf aber nicht nur ein Appell bleiben, sondern muss auch feste Unterstützung mit einschließen. Europa kann ein Beispiel dafür geben, wie kulturelle Vielfalt mit politischer Einheit zusammenkommt, nämlich dann, wenn Europa seine eigenen Idealen wieder entdecken würde. Für die meisten Europäer ist Europa heute nur ein Binnenmarkt, betrieben von einer Bürokratie in Brüssel, die selbst wiederum von der neoliberalen Wirtschaft bestimmt wird. Zu einer Zeit, wo täglich über das Ende der EU spekuliert wird, kann es tollkühn erscheinen, Europa zu preisen. Aber das sage ich auch, als inzwischen bin ich auch europäischer, weil deutsche Staatsbürgerin, aber natürlich komme ich von außen und ich habe diese Doppelperspektive und ich merke, dass Nicht-Europäern immer die Vorteile von Europa sehen, wo Leute, die in Europa geboren wurden und aufgewachsen, das alles als so selbstverständlich nehmen, dass sie nicht bereit sind, Europa zu verteidigen. Also für Außenseiter bleibt Europa trotz aller Schwierigkeiten nicht nur ein Ort, wo hundertjährige Kriege durch friedliche Verhandlungen ersetzt wurden, sondern auch ein Ort, wo die Ideale einer sozialen Solidarität lebendig praktiziert werden, wo medizinische Versorgung, Wohnen und Bildung nicht als Privilegien, sondern als Rechte verstanden werden. Das gilt einfach nirgendwo sonst auf der Welt. Jedenfalls nicht in so einem Block. Also für Menschen von Dhaka bis Dallas ist Europa ein Ort, wo Rechtsstaatlichkeit in hohem Maß herrscht und Gleichheit vor dem Gesetz anerkannt wird. Jeder, der Zeitungen liest, weiß aber auch, wie oft Europa seine eigenen Idealen verletzt. Es liegt an den Bürgern Europas selbst darauf zu bestehen, dass Europa seine besten Qualitäten treu bleibt. Zunächst müssen die Bürger erkennen, dass kein anderer Ort der Welt so viel für demokratische, ja sozialdemokratische Werte tut, wie dieses so oft beschimpfte Europa. Vor 2 Jahren kritisiert mich ein Politiker der Grünen, hat mich eigentlich angeschrien, als ich behauptete, Europa sei ein Bollwerk der Demokratie gegen Russland auf der einen Seite und der USA auf der anderen, wobei ich erklärte, dass der uneingeschränkte Einfluss des Geldes auf die amerikanische Politik dabei sei, die Demokratie zu unterhöhlen. Es war noch nicht so weit, aber der Politiker ermahnte mich, ich soll nicht die Verhältnisse in Russland mit denen in den USA vergleichen. Ich habe ihn nicht gefragt, aber ich vermute, er würde auch heute anders reagieren.
Wird Trump begleitet von Putin, Erdogan, Modi et al. Europa dazu bringen, seine eigenen Tugenden neu schätzen zu lernen? Und auch viele Europa dazu bewegen, sich dafür zu engagieren? Dies bleibt nicht nur für Europa die beste Hoffnung, die wir haben. Ideale werden mit Sprache ausgedrückt. Wir haben kein anderes Mittel. Wer seine Sprache überprüft, wird auch lernen, die theoretischen Annahmen zu prüfen, die dahinter stehen. Der postmoderne Glauben, dass Ansprüche auf Wahrheit und Gerechtigkeit reine Machtansprüche seien, durchseucht unser Alltagsdiskurs. Überlegen Sie sich, wann Sie die Meinung ausdrücken, dass Wahrheit und Gerechtigkeit nur Fragen der Perspektive sind. Konkrete Beispiele der Grausamkeit zeigen immer, wenn Sie sich überlegen, dass wir tatsächlich an Wahrheit und Gerechtigkeit glauben. Was hindert Sie daran, Ihre Theorien mit der Wirklichkeit zu konfrontieren? Ich schreibe in einer Zeit, wo nichts einfacher wäre, als mich dem Geschichtspessimismus anzuschließen. Dem widerstrebe ich doch nicht, weil ich Optimistin bin. Optimismus ist eine Verkennung der Tatsachen. Hoffnung zielt darauf, Tatsachen zu ändern. Hoffnung als Ideal zu verstehen, bedeutet, dass sie nicht einfach gegeben ist, sondern errungen werden muss. Wenn unsere Fähigkeit zum Guten so ausgeprägt ist wie die Fähigkeit zum Bösen, warum zieht uns dann Letzterer an? Das ist wirklich eine interessante Frage und es kommt vieles zusammen, aber ich habe erstmal eine Antwort darauf und damit schließe ich. Pessimismus ist Mode. Früher waren es die Konservativen, die den fortschreitenden Untergang der Welt betonten und das war konsequent. Heute sind auch Menschen, die zum sogenannten fortschrittlichen politischen Lager gehören, nicht mehr bereit, das Wort Fortschritt in den Mund zu nehmen. Jedenfalls nicht ohne Gänsefüßchen. Denn der Begriff von Fortschritt, der in vielen Köpfen spukt, wird von den Neoliberalen eingenommen, für die Fortschritt uneingeschränktes ökonomisches und technologisches Wachstum ist. Wenn das unter Fortschritt verstanden wird, wen wundert es dann, dass Fortschritt als etwas Schlechtes betrachtet wird? Der Aufklärung ging es um moralischen Fortschritt. Wirtschaftliches und technisches Wachstum können als Mittel zur Bekämpfung von Armut und Krankheit dazu beitragen, galten aber nie als Ziele an sich. Die moralischen Fortschritte, die die Aufklärung brachte, von der Abschaffung der Folter und der Sklaverei bis hin zur Einführung der Ideen von Bürger- und Menschenrechten, sind offensichtlich. Und die Tatsache, bitte hören Sie mir ganz genau zu, die Tatsache, dass es heute möglich ist, Menschenrechte zu verletzen und Folter wieder einzuführen, beweist nur eins: Fortschritt ist nicht unvermeidlich, sondern liegt in Menschenhände. Wir müssen an den Zeichen des Fortschritts festhalten, denn sie sind nicht zum Ausruhen, sondern zum Anfeuern da. Ich vermute die Angst davor, uns an die guten Nachrichten zu erinnern oder lauthals Ideale zu verkünden, entstammt etwas Primitiven, die Befürchtung, als Naivlinge ausgelacht zu werden. Diese Angst vor Peinlichkeit sollte uns eigentlich peinlich sein, doch wir verhalten uns zu oft wie diejenigen, die sich nicht trauen, auf die Nacktheit des Kaisers hinzuweisen. Nun ist ein Möchtegern-Weltkaiser schon bloßgestellt und die Stimmen, die aus Amerika hallen, tonen ähnlich unbefangen. Der Widerstand gegen den Rechtsnationalismus hat dort bereits begonnen. Können wir uns anschließen? Danke. Vielen Dank, Susan. Und wir steigen auch ganz gleich in die Diskussion ein. Ich werde 3 Fragen zulassen und dann ist Schluss. Nein, wir haben genug. Wir haben Zeit. Ja, wir haben Zeit, deshalb erlaube ich mir vielleicht eine erste ketzerische Eingangsfrage und dann kommen all Sie zum Zug. Wenn wir mal die Demagogen beiseite lassen,
Es gibt ja auch in funktionierenden Demokratien einen sehr, sagen wir, großzügigen Umgang mit Wahrheit. Ich denke da an Spin-Doctors like Peter Mandelson oder Persönlichkeiten, die mich auf eine perverse Art dann doch auch beeindrucken, die für die jegliche Kommunikation über Wahrheit immer nur eine Medienpolitik ist und nicht Teil einer Sachpolitik. Was macht die gegebene Situation nun anders? Es wurde schon immer mit Verzerrungen und fast offensichtlichen Lügen operiert in der Weltgeschichte. Was macht die jetzige Situation postfaktisch? Qualität oder Quantität? Oder beides? Ich glaube, beides. Erstmal ist die Quantität so groß. Und natürlich die Tatsache, dass mehr Leute inzwischen ihre Nachrichten aus Facebook oder sonstige Internetsites bekommen. Also wir hatten mal seriösen Medien, wo jedenfalls, wenn wir kritisch lasen, wir wüssten, was für Fragen wir stellen müssten. Das klingt irgendwie nicht glaubhaft, aber wir waren nicht überflutet und wir sind heute überflutet, das ist klar. Qualität, glaube ich, das ist eben meine These. Es muss nicht stimmen, aber ich habe mich selber überzeugt, dass ich hoffe, ein paar andere Leute mit dabei. Ich glaube, die Theoriebildung der letzten, sage ich mal, 3 Jahrzehnten haben uns alle oder viel von uns einfach darauf vorbereitet, nicht mal sehr kritisch zu lesen, weil man hebt sich die Hände und sagt, ja, es gibt keine Wahl, es gibt nur Machtansprüche. Und das macht für mich den großen Unterschied aus. Die Quantität spielt natürlich dabei eine große Rolle. Aber wenn ich merke, und ich werde von Journalisten gefragt und von extrem viel linke, fortschrittliche Menschen, es gibt natürlich keine Wahrheit. Ich habe eine Freundin, die ihr Leben da widmet, also da soziale Gerechtigkeit und also wirklich hart und intensiv arbeitet, sagte mir, das war kurz vor den Wahlen, es gibt natürlich keine Wahrheit. Haha, ein Philosophiestudenten ist zu mir gekommen und sagte, wir haben uns stundenlang darüber gestritten und er ist naiv und es gibt natürlich keine Wahrheit. Ich sage, du bist ein Trump-Enabler. Was sie natürlich wirklich gestürzt hat, aber es stimmte, wenn selbst die kritisch denkenden Menschen nicht klar ist, dass die mit Wahrheitsbegriffe jeden Tag umgehen, dann haben wir Probleme. Und dass die, ich habe das Interessante an dieses Buchlein ist, ich habe das vermutet seit längerer Zeit. Also darüber denke ich nach. Aber ich habe erst vor kurzer Zeit gelernt, dass Leute wie Breitbart das tatsächlich ausnutzten. Und zwar seit längerer Zeit. Ja? Das ist interessant. Vielleicht darf ich da noch eine kurze Nachfrage stellen. Diese 3 Säulen, wenn Sie so wollen, also die ideologischen Faktoren, die zu dem postfaktischen Zustand geführt haben, also zum einen der Neoliberalismus, dann das postmoderne Denken als eine Infragestellung des Wahrheitsbegriffs und dann kommt ja noch ein drittes hinzu, der Postkolonialismus, aus dem dann Identitätspolitik wird, der umschlägt in Identitätspolitik, die wiederum von identitären Bewegungen ohne weiteres vereinnahmt werden kann. Und da drängt sich bei mir die Frage auf, wie diese 3 scheinbar unverbundenen ideologischen Faktoren wirken. Jeweils anders oder gleich oder nur im Konzert? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, sie wirken meist im Konzert. Aber was alle gemeinsam haben, ist diese ursophistische, ich meine, man kann Foucault nennen, man kann Schmidt nennen, man kann alle möglichen Menschen nennen, aber das geht zu den Sophisten. Lesen Sie das erste Buch von Platons, Der Stadt. Und wir haben eben diese Behauptung,
Es gibt keine Wahrheiten, es gibt keine Gerechtigkeiten, es gibt nur Machtansprüche. Und weil alle drei aus diesem, ich versuche neutral damit umzugehen, ich wollte sagen Sumpf, aber aus dieser Grundideologie speisen, können sie sehr gut in Harmonie eben zusammenspielen. Mein Eindruck war, dass während der Neoliberalismus, so wie Sie ihn schildern, eine durchaus bewusste, angriffslustige, gewinnstrebende ideologische Basis hat, wirken die anderen beiden zunächst mal als Selbstentwaffnung und dienen dann der Bewaffnung der konservativen Kräfte. Ist das eine richtige Beobachtung? Ja, ich fürchte ja. Obwohl, ich will, also kritisieren schon, ich will nicht Menschen, die hart gute Arbeit, postkolonialistische Geschichte machen, mit Evolutionspsychologie kann ich eigentlich nichts anfangen, aber es gibt natürlich viele Leute, die fortschrittliche Politik betreiben und engagiert sind, und ich glaube, sie sehen auch nicht, wie das funktioniert. Deshalb die kleine Exkurse zu Marx. Ich finde wirklich, das Problem mit dem Marxismus ist nicht nur die Geschichte der Missbrauch in vielen realsozialistischen Ländern, sondern die Tatsache, dass diese Theorie wirklich nicht stimmt, weil alles, was nicht ökonomisch ist, zum Überbau erklärt wird. Und in diesem Sinn, finde ich, liegt der Ursprung des Übels bei den linken Theoretikern eigentlich bei Marx selbst. Jemand will das, ja, das habe ich gesehen, deshalb werde ich jetzt auch aufhören, Fragen zu stellen. Ich habe jetzt zwei Fragen erstmal. Warten Sie bitte auf das Mikrofon, damit die Leute hinter Ihnen auch Ihre Frage verstehen. Also ich, weil Sie auch zum Schluss jetzt Marxismus angesprochen haben, beim Marxismus, nach meiner Erinnerung, ging es ja darum, historisch das Verhältnis von lebendiger zu vergegenständlichter Arbeit zu bestimmen, der eben in verschiedenen Epochen anders sich darstellt, wovon also Kapitalismus nur ein bestimmter ist. Und dass daraus sich ableitet, dass was Gerechtigkeit ist, was Wahrheit ist, in Zusammenhang gesehen werden muss mit dieser Basis, mit dieser jeweils historisch bestimmten Verhältnis von lebendiger zur vergegenständlichter Arbeit. Und insofern, das muss natürlich ideenmäßig umgesetzt werden. Das ist nicht einfach nur vorhanden. Aber insofern muss ich sagen, also so ein reiner Idealismus mit Gerechtigkeit und Wahrheit fällt meines Erachtens hinter solch einem Ansatz zurück, der sozusagen nochmal die gesellschaftlichen Hintergründe aufzeigen will, auf denen diese Begriffe erwachsen können. Und was mir jetzt besonders wichtig ist, dass diese Situation, wie wir dargestellt finden, vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir in einer zunehmend komplexen Gesellschaft leben. Das heißt, es gibt keinen einfachen Wahrheitsbegriff, es gibt keinen einfachen Gerechtigkeitsbegriff, es gibt keinen einfachen Faktenbegriff. Die sind alles Begriffe, die so kompliziert geworden sind, dass von bestimmten Leuten ausgenutzt wird, das ist ganz klar, gar keine Frage. Andererseits dagegen eine Gegenhaltung einzunehmen, indem man einfach sagt, ich habe die Wahrheit und ich bin gerecht und ich lege die Fakten jetzt auf den Tisch, erscheint mir einfach auch ein bisschen zu simpel zu sein.
Ist es natürlich. Ich habe ein Zitat auf mein Arbeitszimmer von Einstein geprägt und es heißt, alles muss so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher. Also es ist nichts einfach. Nichts, was interessant ist, ist einfach. Wie ist das zu vermitteln? Zugegeben. Ich hatte überhaupt nicht vor, einen Vortrag über die gesamte marxistische Philosophie zu halten. War nicht meine Absicht und habe ich auch nicht getan. Was ich merkte, und das ist auch bei vielen Sozialdemokraten so, ich habe vor 2 Wochen einen Vortrag bei der Ebert-Stiftung gehalten, wo es sollte um Ideen für das Wiederbelebung Wiederbelebung des Sozialismus gehen. Und interessanterweise war die einzige von Partei da, die 2 Theoretiker waren eben auf einer anderen Ebene. Ja, wir müssen aber doch den Leuten, wir müssen zurück zum Basis, es muss um Mieten und Lohne gehen. Meine Antwort darauf war, also Arbeiterklasse in traditionellen Sinn gibt es kaum, gibt es ein bisschen, aber wirklich nicht kaum. Und ich gehöre übrigens nicht dazu. Ich bin nicht reich, aber ich gehöre zum Mittelstand. Verstehe mich immer trotzdem als Sozialdemokraten nicht oder demokratische Sozialisten aus Grunde der Gerechtigkeit. Natürlich steht bei Marx, das muss man historisch verstehen. Aber ich habe, es ist eine Weile her, aber ich habe Jahre damit versucht, irgendwie an angebliche Unterschiede zwischen Früh- und Spätmarx und Kapital und ich weiß nicht, also aller frühen Schriften. Und dieser Widerspruch bleibt dennoch da. Der Widerspruch Wissen zwischen einer wirklich flammende Kritik an die Ungerechtigkeit und deshalb angeblich eine Plädoyer für soziale Gerechtigkeit. Also das liest man, das ist das, was uns anzieht, was uns alle angezogen hat. Und andererseits, es ist einfach in manchen Stellen eine Stammesbewegung. Die Proletariat siegt am Ende nicht, weil sie es sollen, sondern weil sie, ja, weil es historisch so ist. Und man kann ja viele Beispiele davon geben, aber ich halte das für den Grundwiderspruch des Marxismus. Entweder geht es um Gerechtigkeit oder es geht um Klassenkampf. Und Wir haben eine Frage in der dritten Reihe hier. Kleinen Moment, bitte auf das Mikrofon warten. Frau Neimann, Sie haben ja sehr schön betont, dass oder ein sehr wichtiges Ideologem oder eine diskursive Methode betont, nämlich die Reduktion menschlichen Handelns auf den Eigennutz. Das ist eine ganz dominante, ich soll mal sagen, Figur im gegenwärtigen politischen Diskurs. Die kommt ja in 2 Formen daher, und zwar, die man meines Erachtens unterscheiden muss, weil sie sich aber sehr gut ergänzen. Nämlich zum einen sagen die einen, die von unten, ach, die da oben handeln sowieso nicht zu unserem Nutzen. Ich bin enttäuscht von der Politik, weil ja sowieso alle nur zu ihrem eigenen Nutzen handeln. Aber genau ergänzend, komplementär, sagen bestimmte Kreise oben, ja, mach mir nichts vor, ich setze mich einfach durch. Also die setzen das sozusagen dasselbe Argument zur Rechtfertigung ihres eigenen Machtstrebens ein. Ja, also dieser Reduktionismus kommt in 2 verschiedenen Flavors daher. Genau. Und diese beiden Flavors ergänzen sich aber sehr gut, weil nämlich genau die Unteren, die sich enttäuscht fühlen, weil doch die Oberen nur zum eigenen Nutzen handeln, sich dann an die wenden, die oben dasselbe auch zum eigenen Nutzen vertreten, und die bilden einen Block. Und somit kriegt dieses Argument eine unheimliche Kraft, obwohl es falsch ist. Wie Sie schon selber sagten, es gibt ja auch die Behavioral Economics, die beweisen, dass es einfach falsch ist. Die Frage ist aber dann, wie kann man dieses Argument eigentlich entkräften?
Also, das ist eine extrem gute Frage. Und meine Antwort drauf, wenn ich gefragt bin, aber vielleicht finden Sie was Besseres, ist tatsächlich Menschen zu fragen, wie sie selber handeln. Ich meine, entgegen die Evolutionspsychologie, nicht mal Kinder kriegen geht um Eigeninteresse. Wer Kinder großgezogen hat, wird das wissen. Ja? Also das heißt, in den meisten Tagen unseres Lebens handeln wir aus anderen Motiven als wirtschaftlicher Eigennutz oder Macht-Eigennutz. Und ich finde es so interessant, dass wir alle wirklich von dieser umringenden Ideologie geblendet werden, wenn fast niemand danach handelt. Natürlich handeln wir manchmal danach, aber immer? Darf ich noch was ergänzen? Ja. Würden Sie sich der Deutung anschließen, dass es sich bei diesem Ideologem eigentlich um einen, dass es sich bei diesem Ideologem und der entsprechenden diskursiven Figur eigentlich um einen Durchdreher handelt? Und zwar deswegen, weil, wenn diese Leute recht hätten, eigentlich wir in den Naturzustand zurückfallen würden. Also die vertreten ja eigentlich die Auffassung von Gesellschaft, die Hobbes sozusagen als den Naturzustand schilderte. Und diesen Zustand finden sie ja selber nicht gut. Sie befinden sich also in einem Selbstwiderspruch. Sie behaupten etwas, was sie selber nicht wollen. Das ist aber komischerweise kein gutes Argument. Und wer aber den Selbstwiderspruch sozusagen sehend vertritt, der ist für mich ein Durchdreher. Deswegen würde ich meine Frage verschärfen, wie geht man mit einem politischen Durchdreher um? Der also bewusst selbstwidersprüchlich sich verhält. Ich meine, wenn man das schon darauf hingewiesen hat und der will das nicht. Er vertritt etwas, was ihm selber schadet. Ja, was ihm selber schadet und man hat das ihnen schon gezeigt. Ja. Und er sagt trotzdem, ich schade mich selbst. Ja. Wenn man das wirklich begriffen hat und weiter selbstzerstörerisch handeln will, weiß ich nicht, was man dagegen tun kann. Mir sind da wirklich die Jugend am wichtigsten im Augenblick, muss ich sagen. Also vielleicht, weil ich selber älter werde. Und diese Haltung, es geht nicht nur zurück zu Hobbes, es geht wirklich zurück zum fünftes Jahrhundert vor der Zeitrechnung in Athen. Und ich finde es sehr interessant, dass diese, jedenfalls war das zuerst formuliert in der westliche Gedankengut von Thrasymachos. Der kommt rein und er ist offensichtlich ein wilder, ein angry young man, sagt man auf Englisch. Ja? Und es ist wichtig, dass er jung ist. Ja? Und er vertritt diese These und es ist natürlich auch aus Enttäuschung, ja, dass er gesehen hat, dass einige angebliche Wahrheits- oder Gerechtigkeitsansprüche wirklich Heuchelei wird. Und er schließt dann eben, alle Wahrheit und Macht und moralische Ansprüche sind Heuchelei. Das ist unglaublich weit verbreitet bei Leuten, sage ich mal, unter 35, die auch sich als sehr fortschrittliche Menschen verstehen, ja. Und ich glaube, dieser Hinweis auf einmal selbstzerstörerisch und zweitens auf die Tatsache, dass sie tatsächlich überhaupt nicht so handeln, wie sie theoretisch reden. Das ist das Einzige, was mir einfällt als Hilfe, aber wenn es andere Strategien gibt, bin ich wirklich sehr dankbar dafür, weil ich oft solche Menschen begegne.
Ich fand den Hinweis ganz besonders interessant mit den zwei verschiedenen Polen von oben und unten, ja, dass das kommt. Da stellt sich natürlich die Anschlussfrage an Ihr Argument, welcher Durchdreher ist gemeint? Ist es der, der von unten diese Situation so beurteilt, oder ist es der, der von oben die Situation so beurteilt? Denn da kann... Das ist ein gesellschaftliches Amalgam. Genau. Ja, aber ich glaube, das kann sich vielleicht amalgamieren, aber es gibt immer noch Leute, die durchaus denken, in dem Rückfall in den Naturzustand diesen gewinnen zu können, in dem Fall. Ich meine, die Aussage, ich fühlte mich sofort erinnert an Steve Bannon und seine Aufforderung, den administrativen Staat zu zerstören. Mhm. Ja, das ist ja, kommt dem ja sehr nah. Und warum sagt so ein Mann das? Weil er denkt, mit seinen Mitteln und Möglichkeiten in dem dann zustande gekommenen gesellschaftlichen Zustand noch mehr Macht erwerben zu können. Ja. So, jetzt rede ich aber schon wieder, das sollte ich eigentlich nicht. Ein Herr in der vierten Reihe ganz links. Ich hatte in der Ankündigung für diese Veranstaltung, also auf diesem Zettel gelesen, dass ich auch hier was erfahren würde über die ideologischen Hintergründe der Hintermänner hinter Trump und so, also Breitbart News, Steve Bannon und so weiter. Das ist mir noch nicht so richtig deutlich. Es ist ja so, dass in Breitbart News im Augenblick eine große Kampagne geritten wird, um die Biografie von Bannon bekannt zu machen. Und da sieht man auch Auszüge daraus, nämlich da wird vorgeführt, was Bannon außer der Bibel für die sechs wichtigsten Bücher hält, die er auch allen zum Lesen empfiehlt. Und das sind bis auf ein paar, von denen ich noch überhaupt nicht gehört hatte, das sind irgendwie solche christlichen Geschichten, sind das hauptsächlich klassische historische Autoren. Also wie zum Beispiel Gibbon oder Plutarch. Und den Reim, den man sich darauf eigentlich bloß machen kann, ist der, dass es dem darum geht, ein Imperium, das man ja schon hat, entweder noch mehr zu vertiefen und abzusichern gegenüber Eindringlingen von außen und schädliche Figuren im Inneren. Dagegen von irgendwelchen postmodernistischen Philosophen und sonstigen Figuren, auf die Sie hier großen Wert gelegt haben, ist da nicht von ferne die Rede. Und ich frage also deswegen, was haben Sie da an konkreten Zitaten oder Hinweisen zu bringen über diese entsprechende Ausrichtung der amerikanischen Ultrarechten? Also erstmal vielen Dank für den Hinweis. Ich wusste nicht, dass er Gibbon und Plutarch liest, die ich selber sehr schätze. Was sein Hauptbuch war bis jetzt, und jetzt habe ich den Autor vergessen, es ging um ein nicht klassische Geschichtsbuch, die Geschichte in Phasen von, glaube ich, 200 Jahren teilt und es ist eher Prophezeiung von Katastrophen. Das war das Buch, was bis jetzt am meisten von ihm empfohlen worden ist. Aber ich schaue mir das gut und gerne an. Die Hinweise oder zwei der Hinweise habe ich schon zitiert von Breitbart. Ich meine, er ist der Chef von Breitbart. Er ist ja schon lange tot. Also der Gründer dieser Geschichte, der Breitbart, also dem das Ding so heißt, der liegt ja seit, ich weiß nicht was, 8 Jahren. Nee, der ist 2013 gestorben und Bannon hat das übernommen. Und das heißt aber, dass er im Grunde genommen mit dieser Website völlig einverstanden war. Ich habe dann 2 oder 3 Zitaten gebracht, wo diese Betreiber der Ultrarechten tatsächlich die Postmoderne als starker Einfluss beobachtet haben. Mein Ziel in diesem kleinen Buch war wirklich nicht
über die alle Beweggründen von Bannon etc. zu sprechen. Man darf den Rassismus wirklich nicht außer Sicht lassen. Also was ihm hauptsächlich treibt, ist ein, das nennen wir White Supremacy. Man darf aber auch nicht vergessen, dass er als Katholik ein starker Gegner des jetzigen Papst ist. Also der findet ihn viel, viel zu liberal und tut alles als Katholik gegen also die Strömen, die Franziskus verurteilt, zu stärken. Also das ist auch problematisch. Aber mir ging es eher darunter, weil ich, wie soll ich das sagen, ich versuche immer, es gibt einen schönen, also es gibt als schöne moralische Grundsatz, wenn wir um unsere eigenen Fehler kümmern, bevor wir um die Fehler der anderen kümmern, dann ging es uns alle besser. Und ich habe keine Lust, irgendwie den Rassismus von Bannon und Spencer und dem Moran im Weißen Haus anzuschreien. Also ich meine, das kann ich tun, aber das würde ich also könnte ich auf ein Demo tun. Aber ich würde die Zeit nicht dafür nehmen, eine Rede zu halten oder ein Buchlein zu schreiben, wenn es nur darum ging. Das interessiert mich nicht besonders. Was mich interessiert, sind die gedanklichen Fehler, die Sie machen, die wir, sage ich mal, linksliberale, fortschrittliche, aufgeklärte, gebildete Menschen, wie immer man das definieren möchte. Ich definiere, dass es irgendjemand, der Lust hat, zu einem Vortrag ins Einstein-Forum zu kommen. Aber mich interessiert, was wir dagegen tun. Ich werde überhaupt keine Chance haben, einen Steve Bannon zu konvertieren. Es wird nicht passieren. Ja? Wo ich vielleicht eine Chance habe, ist Leute, die eher in meine ideologische, auf meine ideologische Seite stehen, darauf hinzuweisen, irgendwas machen wir falsch, überlegen wir, wie wir uns stärken können. Und ich sage, wir gegen Nationalismus, wir gegen den Grotesk-Materialismus und wir für Europa, wo das wirklich lebenswichtig ist, finde ich. Und nicht nur für Europa, sondern Europa als das Beste der möglichen Welten. Nicht das Beste aller Welten, sondern das Beste der möglichen. Ganz kurze Bemerkung dazu. Also ich verstehe die Faszination mit der Frage nach den ideologischen und theoretischen Hintergründen dieser absurden Politik, das Spin-Doctoring von Seiten von Steve Bannon. Und ich verstehe das, weil ich die teile und mir da auch schon mal in dem Zusammenhang seinen Dokumentarfilm angesehen habe, den Sie vielleicht kennen. Wenn nicht, dann sei er Ihnen wärmstens empfohlen. Da macht er ziemlich deutlich, was er für eine geschichtsphilosophische Betrachtung im Hintergrund zu seinen täglichen Arbeiten hat. Und das ist dieses schon erwähnte, ziemlich hanebüchene, fünf-Phasen-zyklisches Geschichtsmodell, was ein Imperium durchläuft und dies in einer großen Katastrophe endet, die allerdings zu einer Erneuerung, einer Wiedergeburt. Es hat sehr viele christliche Anklänge. Es ist ein Buch von zwei amerikanischen Autoren, eigentlich in der Geschichtswissenschaft völlig ignoriert worden, weil es eben ziemlich hanebüchen ist. Aber er hat das filmisch umgesetzt in anderthalb Stunden Dokumentationsfilm. Danach hat man richtig Angst. Denn letztlich läuft es darauf hinaus, dass das, was Susan zitiert hat, wenn Freunde von ihr leicht resigniert oder zynisch sagen, es muss noch schlimmer werden,
bevor es besser wird, dann sagt das Steve Bannon emphatisch. Ja. Es muss noch schlimmer werden, und zwar viel schlimmer, bevor es besser wird. Und das lässt sich in diesem Film sehr, sehr gut nachverfolgen, wie da die geistige Entwicklung ist. Wir haben noch so viele Fragen, vielleicht vertagen wir das auf später. Also ich beschäftige mich damit ja nicht so am Rande, weil ich das besonders schön finde, sondern weil ich wissen will, was da auf uns zukommt. Genau. Und einer der Hauptpunkte, das soll jetzt ein bisschen, ist, dass diese Truppe dabei ist, die amerikanischen Republikaner völlig umzukrempeln. Ja. Also alle die Leute rauszuschießen, die sie da Renos nennen, McConnell und Ryan und wie die alle heißen, und die durch also diese ganze rechtsradikale Sippschaft da zu ersetzen. Und ob es tatsächlich so kommt, wie Frau von Lagen hoffen, dass der Widerstand so groß wird, dass die denn irgendwie eines baldigen Tages absolviert wird, davon bin ich noch überhaupt nicht überzeugt. Ja. Entschuldigung, Sie sind nicht davon überzeugt, weil Sie, glaube ich, nicht die amerikanischen Medien so genau folgen wie ich. Ich lese jeden Tag ungefähr 10 amerikanische Quellen, also nicht jedes durch, aber so, und ich war gerade ein halbes Jahr dort, sogar in Mississippi, das Schlimmste von Schlimmsten, und auch da gab es Widerstand, und ich weiß, dass hier davon fast nichts berichtet wird. Was mich wundert, ich würde, und dann gehen wir zum nächsten, ich weiß, diese Hinweis auf Gibbon und Plutarch habe ich nie gelesen, in allem, was ich lese. Ich würde mich freuen, wenn Sie wissen, wo das ist. Ich meine, ich kann es auch schnell googeln. Es würde mich wundern. Ja, okay. Vielleicht beenden wir diesen Punkt hier. Okay. Es ist nur irgendwie unvorstellbar, dass jemand, der die wunderbare Prose von Gibbon tatsächlich liest. Ein Autor ist nicht für seine Leser verantwortlich. Unschädliche Prose von Breitbart produziert. Ich kann aber gleichzeitig irgendwie versuchen zu vermitteln, die Hoffnung, dass etwas besser wird, und auch das wahrnehmende Zeichen, dass dies möglicherweise der Fall ist, heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem darüber informieren sollte, was auf einen möglicherweise anders zukommen könnte. Jetzt haben wir eine Frage hier in der ersten Reihe. Bitte warten Sie auf das Mikrofon. Erstmal, ich habe noch mal eine Frage zu, es fiel ein paar Mal der Begriff Postmodern, und nun, also ich bin nicht so in diesem ständigen philosophischen Diskurs drin. Verstehen Sie darunter das, was Sie sagten, dass also Wahrheit nur Machtanspruch ist und Gerechtigkeit vielleicht auch, also so im Sinne von Foucault, was Sie da zitierten, oder ist das noch was? Das ist die erste Frage. Für meine Zwecke. Ich habe auch noch mehr Fragen. Ja, es sind noch eine ganze Reihe anderer Fragen. Ja. Bitte fassen Sie sich kurz. Ja. Ich zähle es erstmal auf. Also das ist das eine. Das zweite, wenn man nicht an einen Wahrheitsbegriff glaubt, hängt das. Verstehen Sie das unter diesen aristotelischen Wahrheitsbegriff drunter? Oder? Ja, gut. Drittes. Sie hatten. Nach Sie hatten, Marx, oder? Sie hatten, ich glaube, das war ein Zitat, wo Marx also moralische Appelle unterstellt wurden. Eigentlich ist doch gerade, zumindest also der späte Marx, ist doch eigentlich, der argumentiert doch nur ökonomisch und ist der Meinung, dass es sozusagen ein Gesetz der Geschichte ist, dass es gewissermaßen diese Umwälzung zwangläufig sind, dass das natürlich nicht Wissenschaft. Punkt, dass es ja einen Widerspruch gibt ja bei Marx selber. Ja, dass das natürlich nicht der Fall ist, ist eine andere Sache, aber jedenfalls, ich glaube, er argumentiert nicht moralisch. Und das Letzte, dass die Leute mit Europa so unzufrieden sind, erklärt sich das nicht einfach daran, dass den Leuten im Allgemeinen sozusagen die Dinge auf den Nägeln brennen, mit denen sie nicht einverstanden sind, und dass, meinetwegen, dass Europa eigentlich sozusagen entstanden ist aus diesen kriegerischen Verwicklungen der Jahre, ist eigentlich für junge Leute gar nicht mehr so aktuell, weil es ihnen eben
nicht im täglichen Leben passiert und so. Ja. Also unser stellvertretender Direktor ist immer derjenige, der bereit ist, Bad Cop zu spielen. Und er mahnt mich, dass wir wenig Zeit haben. Deshalb wirklich extrem kurz. Vielleicht darf ich einen Hinweis geben. Dieses Buch, also wir machen keinen Büchertisch heute, weil eigentlich, das ist... ich will nicht am Einstein-Forum profitieren, aber unten gibt es, ich glaube, 10 Stück. Wer das lesen möchte, kann es für 5 statt 8 Euro bekommen. Ja, weil das ist, was ich dafür bezahle als Autorin. Womit wir den Homo economicus einmal mehr widerlegt haben. Also ganz kurz, erstens, ich bin keine Postmodernistin und sehr viel, die ich darunter verstehe, würden auf mich schimpfen, wenn ich die Postmoderne so reduziert definiere. Aber für meine Zwecke ist es eben diese Idee, was sehr gut in vielen Texten von Foucault, ich will auch Foucault nicht auf diesen einen Idee reduzieren, der ist viel besser als das, aber diese Ansicht, die von den Sophisten kommt, es gibt keine Gerechtigkeitsansprüche oder Wahrheitsansprüche, die nicht gleichzeitig Machtansprüche sind. Das ist für mich der Postmodernismus. Mein Wahrheitsbegriff nehme ich von Kant und nicht von Aristotel. Die Frage zu Europa ist, das ist, glaube ich, viel zu lang. Was eine andere Frage, die kurz beantwortet werden könnte? Nein, das war... Ah, Marx. Ja, das Marx. Ist der Widerspruch in Marx selber. Das ist der Punkt. Aber leider ist es nicht nur später, es gibt Armeen von Forschern, die jahrelang daran gearbeitet haben, der später von den früheren Marx zu trennen und zu sagen, der spätere war nur der Ökonomiker und der harte Materialist und der jüngere war der Gerechtigkeitskämpfer und der Moralist. Das zieht sich durch die Sachen durch. Und ich glaube daran, ist der Marxismus gescheitert. Auch ein anderes, aber... Gut, wir haben jetzt hier 2 Fragen. Zunächst in der ersten Reihe links. Ja, vielen Dank. Ich würde mich auch erstmal bei Ihnen beiden bedanken. Ein sehr erhellender Vortrag. Vielleicht in einer etwas jüngeren Perspektive. Ich bin auch zu diesem Vortrag gekommen, weil mich dieser Punkt, dass 2 gegensätzliche Meinungen einfach aufgrund der Gegensätzlichkeit keine Entscheidung getroffen werden kann, welche nun richtig oder falsch sei, extrem aufregt und ich finde viele Diskussionen behindert, weil sie von vornherein abtötet. Und da wir über die Quantität von News geredet haben, die auf uns einströmen, insbesondere durch das Internet und Social Media, ich denke, dass das auch ein Punkt ist, der sehr dazu, genau zu diesem Zustand führt, weil wir nämlich überfordert werden von der Menge der Informationen, sodass wir eine Bewertung und eine Bewertung nach empirisch richtig oder falsch, das ist eben ein längerer Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt, der deshalb dazu führt, dass man häufig sagt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht begründen, ich kann es nicht beweisen, insofern erlaube ich mir keine Meinung. Vielleicht auch aus der Angst, dann als naiv oder dumm dazustehen, gerade in der Social Media, wo nichts verschwindet. Und wo immer angegeben wird. Richtig. Insofern meine Frage, ich wäre sehr gerne hoffnungsvoll, so wie Sie das beschrieben haben, bin ich grundsätzlich auch, aber woher ziehen Sie die Hoffnung, denn der Fluss an Informationen wird nicht abnehmen und mit dem von Ihnen beschriebenen Universalismus kommt da noch eine, wenn wir den politisch sehen, eine Weltregierung, Europa etc. etc., zukunftsfähige Projekte aus meiner Sicht, die aber an einer Komplexität, zu einer Komplexität von Entscheidungen führen, die dann wiederum vielleicht dazu führen, dass die Leute sagen, was ist die Wahrheit, gibt es eine Wahrheit, das ist mir alles zu schwierig und ich ziehe mich lieber auf das Nationale oder noch weiter zurück. Viele gute Fragen. Tatsächlich muss auch ich bei vielen Fragen zurückziehen, weil es gibt keine einzelne Medienquelle, die ich für ausreichend halte, wo ich sagen kann, okay, ich verstehe was von Nordkorea. Glücklicherweise leite ich das Einstein-Forum und da können wir uns wünschen, hey, das kommt im
also jedenfalls im Frühjahrsprogramm. Wir müssen jemanden finden, der Nordkorea-Spezialist ist, und da können wir uns ein bisschen aufklären. Das könnte ich natürlich auch, ich könnte Bücher aussuchen, aber das ist nicht ein Thema, das ich ständig folge, und weil ich aus der Erfahrung gelernt habe, dass man wirklich mehrere Perspektiven finden muss, um eine Annäherung an die Wahrheit zu bekommen, muss ich einfach sagen, okay, das werde ich nicht für jedes Thema machen können, und ich würde jedem raten, das für einige Themen zu machen, ja, und da zu engagieren, woraus ich meine Hoffnung ziehe. Ich weiß, Martin tippt auf die Uhr, aber dennoch ist es eine so wichtige Frage, dass ich noch ein paar Worte dazu sagen muss. Ich ziehe meine Hoffnung aus der Tatsache, dass es keine Alternative gibt. Dass Resignation und Zynismus immer von denjenigen benutzt wird, um uns zu lähmen. Und deshalb wollte ich unterscheiden zwischen Optimismus und Hoffnung. Hoffnung ist eine Aufgabe, Optimismus ist eine Beschreibung eines Tatbestandes, was es gar nicht gibt. Ja? Und über die Zukunft können wir uns Sorgen machen, tun wir auch täglich, aber tatsächlich kennen wir und können wir den Ausgang nicht kennen. Also bleibt nur die Möglichkeit, wenn wir auf irgendeine Weise handeln möchten, auf irgendeine Weise zu Fortschritt beitragen wollen, ist Hoffnung die einzige Möglichkeit, die nicht den Rechten und Nationalisten in den Händen spielt. Dankeschön. Jetzt ist noch eine Frage in der zweiten Reihe. Der Herr ganz außen. Ja, ich habe Sie auf der Liste. Ich habe nur zwei kurze und eher grundlegende Fragen. Einmal, vorhin, das hat mein Vorredner schon vorweggenommen, über den Wahrheitsbegriff. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben einen kantianischen. Was macht den so vorzugswürdig? Sie als Philosophin können vielleicht das kurz ausführen, warum das sinnvoll ist, den zu wenden und nicht vielleicht wie Habermas oder sonst irgendjemand was anderes unter Wahrheit zu verstehen. Die zweite Frage, den zweiten Begriff, den Sie auf den Tisch geworfen haben, Universalismus, inwieweit, also haben ihn gegen die Kritik von neuen Linksintellektuellen verteidigt, aber inwieweit würden Sie denn jetzt speziell gegen die Kritik des Eurozentrismus, gegen diese Art von Einwänden gegen universalistische Prinzipien, dass wir zum Beispiel in der liberal-westlichen Gedankenwelt unsere Werte auf Individualität gründen, dass Menschenwürde und individuelle Rechte vor allem auch darauf fußen, und dass es vielleicht in anderen Kulturen andere Grundlagen gibt, wenn man nach China guckt, dass da vielleicht die Gemeinschaft eine größere Rolle spielt und so weiter, und dass eben das eines der zentralen Punkte ist, die dem Universalismus vorgeworfen werden, weil er versucht, eventuell europäisches, westliches Gedankengut den anderen aufzuoktroyieren. Also wenn wir noch eine Stunde hätten, würde ich das versuchen mit Kants Wahrheitbegriff. Das werde ich heute nicht tun, weil es wirklich, ich glaube, unsere Zeit wirklich strapazieren würde. Ich habe einiges darüber geschrieben, falls es Sie interessiert. Ich habe eigentlich immer noch die Hoffnung, ein Buch zu schreiben, was Kant nicht erwähnt, aber es ist mir bisher nicht gelungen. Also Entschuldigung, aber das muss ich beiseite lassen. Die zweite Frage ist ein bisschen einfacher. Natürlich war die erste Begriffe des Universalismus partiell. Aber da ist leider wirklich fast nichts bekannt unter vielen Leuten, dass dieser Vorwurf der Universalismus wirklich aus der Aufklärung selbst kam.
der wirklich die erste Bewegung war, die betont hatte, wie dürftig die europäische Kultur sei in verschiedenen Weisen und wie viel wir von anderen Kulturen lernen sollten. Das war 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, was wirklich der große Zeitalter des Kolonialismus war, hat sich das geändert. Und da waren, also wir hatten mit Rousseau und mit Herder und sowas im 18. Jahrhundert einen extrem pluralistischen Begriff. Im 19. Jahrhundert hatten wir, also Hegel, wir sind natürlich die Europäer, sind die Gipfel der Zivilisation. Das ist natürlich... ja, das, was mit Recht angeprangert wird. Aber es gibt eine andere Tradition auch in Europa. Ich bin froh, dass unser Bewusstsein durch die Möglichkeit, was die damals wirklich nicht hatten, durch die Möglichkeit, wirklich mehr von anderen Kulturen zu lernen, dass unsere Begriff der Menschheit erweitert werden können. Ich bin persönlich, muss ich auch sagen, auch dankbar, dass der Begriff der Menschheit inzwischen auch Frauen mit einschließt. Ja? Was ja vorher nicht der Fall war. Das sind alle fortschrittliche Erweiterungen. Aber wenn ich von Universalismus spreche, und natürlich gibt es Kulturunterschiede, aber was ich merke unter Menschen, sowohl die ich kennenlerne und auch Orten, wo ich gewesen bin und Bücher, die ich gelesen habe, ist, erstens gibt es oder ein Begriff von universell Menschenrechte, was natürlich nicht in jeder Kultur vorkommt, leider. Da bin ich bereit, einfach zu sagen, das ist eine Errungenschaft. Und in manche Sachen haben wir etwas gelernt und etwas beizutragen. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, aber mit einem allgemeines Recht auf Leben, Gleichheit vor dem Gesetz, ein Anspruch auf Dinge, die universelle Bedürfnisse befriedigen und worauf jeder einen Anspruch hat, da gibt es ganz wenig Variationen von Kultur zu Kultur. Und wenn wir große Unterschiede finden, wenn wir zum Beispiel auf Kulturen schauen, die zum Beispiel Kinder geopfert haben und auch manchmal auf grausame Weise, das ist Gott sei Dank. Natürlich gibt es Kinderschandung, es gibt Kindersklaverei, also das will ich überhaupt nicht benennen. Aber es gibt keine Kultur der Welt, die heute behauptet, es ist gut, kleine Kinder zu verbrennen, damit die Götter glücklich werden. Ja? Und das heißt, es gibt auch moralischen Fortschritt. Ganz kurz. Fragen Sie, mein Chef. Bitte warten Sie aufs Mikrofon. Es geht ja nicht nur um Werte, sondern auch um Institutionen, die dann darum gebaut werden und der Export westlicher Institutionen in andere Länder ist nun oftmals auch schon gescheitert, furios, und wenn man sich zum Beispiel einen Blick in den arabischen Raum wirft und sagt, da versuchen auch Leute eine Art von Demokratie oder Demokratievorstellungen zu entwickeln, die dennoch auf der Scharia fußt oder sie miteinander verbindet, also auch teilweise fortschrittliche Denker, die das gar nicht so rigide oder so, wie man das hier stereotyp annehmen mag, vertreten. Das würde ja aber dennoch nicht wirklich in den universalistischen Vorstellungsrahmen passen, den Sie vertreten, oder würde es das? Wie viele Fragen haben wir noch? Wir haben jetzt im Moment eine Wortmeldung noch. Okay. Dann habe ich noch 10. Dann ganz kurz. Also die Behauptung von bestimmten Konzernen oder bestimmte Wirtschaftsorganisationen, IMF oder wie sie alle heißen, die Behauptung,
dass sie universalistische Werte um die Welt verteilen, ist natürlich also ich sehe das als eine, fast eine Verhöhnung. Es ist nicht eine Verhöhnung, weil das sind Menschen, das sind Leute, die tatsächlich glauben, es gibt ein einziger universeller Wert und das ist materiellen Erfolg. Folgen, wenn wir die Möglichkeit, ein iPhone zu kaufen, überall auf der Welt verbreiten, dann freut sich jeder Mensch. Ja? Das ist ein langes Gespräch wert, kein kurzes, leider. Ich wollte sagen, das sei eine Verhöhnung, aber natürlich ist das eine Ideologie. Also das sind Menschen, die tatsächlich daran glauben, das ist das, was universelle Glück bringt, entgegen der Meinung aller, es gibt Glücksforscher, und die alle verneinen das, aber okay. Aber solche Behauptungen machen es mir klar, warum viele Menschen diese Art von universeller Werte absolut ablehnen möchten. Das verstehe ich. Einerseits kann es wichtig sein, kann es helfen, wenn man sich überlegt, nee, die erste Versuch, den Universalismus zu fordern, also der erste säkulare Versuch, natürlich gibt es Christentum und Muslim, Islam, der erste Versuch war nicht die Aufklärung, es war danach. Und das heißt, es gibt eine Tradition, die wir fortsetzen können, die auch aus dem Westen kommen. Also es kommt wirklich nicht nur alles Schlimmes aus dem Westen. Ja? Das würde dann im 19. Jahrhundert sehr, sehr verändert. Zu den arabischen Ländern, es ist auch ein langes Gespräch. Ich muss sagen, ich bin auch nach Ägypten gegangen, in der ersten Zeit, wo man gehofft hatte, es passiert tatsächlich dort eine Revolution, weil ich bin Universalisten, das bin ich irgendwie, das ist mir in die Wiege gelegt und auf verschiedene Weise versuche ich das zu verteidigen, schon seit langem. Und die erste Frage, die ich immer bekam, als ich aus einem anderen Buch gelesen habe, war, was ist mit der islamischen Welt? Die teilen nicht unsere Werte. Und dann plötzlich, weil ich auch andere Menschen wusste, die in der islamischen Welt arbeiten, und dass das nicht stimmt, dass Sachen wie Gleichheit vom Gesetz und Menschenrechte extrem wichtig sind, bin ich da hingegangen, weil ich das mit eigenen Augen sehen wollte, dass da Leute waren, die manchmal unter Gefahr auf die Straßen gegangen sind, um dafür zu kämpfen, was wirklich universell ist. Was da schiefgegangen ist, braucht eine längere Erklärung, als ich dafür Zeit habe. Ich habe einige Ideen. So, wir haben noch eine letzte Wortmeldung. Der Herr hier ganz außen in der dritten Reihe. Danke. Also ich bin von Beruf Historiker und wenn ich die Gegenwart angucke, ja, muss ich dazu sagen, es erschreckt mich nicht, wie sie abläuft, weil ich sehe eine ganze Menge von Wiederholungen in den Ereignissen, ja, so wie ich sie aus historischen Ereignissen immer wieder schon gekannt habe. Was mich am meisten erschreckt, ist die Tatsache, dass diejenigen, die politische Verantwortung tragen oder intellektuell sich zu der Oberschicht mit intellektuellen Oberschicht zählen, diese Wiederholung nicht erkennen, sondern mitunter dieselben Denkmuster zu verfallen, die schon in der Vergangenheit mal existiert hatten. Ich nehme das mal im Zusammenhang mit der Reaktion auf die AfD. Ja? Das ist eine Geschichte, das hatten wir mal bei der NSDAP erlebt. Und da kommt für mich in dem Augenblick die Frage, ob wir das kulturelle Niveau auf eine höhere Ebene erreicht haben, in der Bewältigung all dessen, was sich schon abgespielt hatte und was uns jetzt über diese Medienflut ja irgendwie komplizierter erscheint. Und glaube, dass wir gerade in dieser Frage im Bereich der Intellektualität eben dieses kulturelle Niveau noch nicht erreicht haben.
Und da komme ich jetzt auf das nochmal zu sprechen, was Sie vorhin mit Marx angefangen haben und auf Bernstein dann erweitert hatten. Ich würde es ganz gern auf Gramsci beziehen, weitergehend. Und in dem Zusammenhang dann eben den Punkt dann einbringen wollen und die Frage stellen wollen, welche Rolle spielt der Begriff der Kultur in Ihrem Denksystem, Kultur bezogen auf die Menschheit. Auch unter dem Aspekt, dass wenn wir wirklich echte Veränderung erzielen wollen, wir ein höheres kulturelles Niveau erreichen müssen oder ein anderes kulturelles Niveau in jedem Einzelnen und darüber hinausgehend in der Gesellschaft. Also die Frage, der Begriff Kultur in Ihrem Denksystem. Ich meine, Kultur ist ein so großer Begriff, dass ich das, dass ich erstmal nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Natürlich werden wir alle auch kulturell bestimmt, ja. Und deshalb habe ich eben, ich meine, das waren nur drei Aspekte einer Kultur, aber ich habe auf diese Aspekte der intellektuellen Kulturen der Zeit hingewiesen, weil das sind oft Dinge, die wir nicht merken. Wir merken, dass wir von Internet überflutet werden. Wir schimpfen darauf. Wir merken, dass wir von der Werbung ständig mit einbezogen werden und wir merken das nur, wenn wir mal in einem Ort gelangen, wo es keine Werbung gibt, was immer seltener wird, wie sehr das uns beeinflusst unter der Haut sozusagen. Das sind alle Dinge, die ich selber gerne verändern möchte, wenn ich das konnte. Ich bin immer noch jemand, der erste Fassung mit einem Stift schreibt, die lieber Bücher liest und kein Kindle besitzt und vielleicht nicht so oft, wie ich möchte, aber schon öfters. Ich nehme, Sie denken an Hochkultur hauptsächlich, aber ich finde auch die Linien zwischen Hoch- und Popkultur auch oft sehr schwer zu trennen. Als ich vor, weiß ich nicht, 20 oder 10 Jahren gesagt hatte, Bob Dylan hat den Nobelpreis verdient, haben mich alle ausgelacht fast. Also Kultur ist ein so großes Begriff, ja, dass ich jedenfalls in diesem Zusammenhang, und das wird sie, ich sehe, schon nicht befriedigen. Ich habe mich versucht, mich auf intellektuelle Kultur zu beziehen, um Leitideen herauszusortieren, die unsere aller Denken untergründig bestimmen, ob wir links oder rechts stehen. Ich meine, wir können auch gleich unten gehen bei einem Glas Wein auch weiterspringen, aber haben Sie einen, sag ich mal, genaueren Frage, also wie ich Kultur und Menschheit verbringe, könnte mindestens 10 Bücher werden. Vielleicht ist der erweiterte Kulturbegriff mit einem Glas Wein besser zu fassen. aber bevor ich Sie jetzt einladen möchte oder entlasse, möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die morgen Abend in diesen Räumen stattfinden wird. Und vielleicht ist es für Sie von Interesse, denn es geht in diesem Falle um Eurozentrismus in der Geschichtsschreibung. Es ist der diesjährige Einstein Fellow Thomas Meaney. Er arbeitet seit mehreren Monaten in dem wunderschönen Einstein-Haus in Caputh an dem Versuch, eine Geschichte der 90er Jahre zu schreiben. Die 90er Jahre nicht aus europäischer Sicht, sondern von der Peripherie her gedacht. Und es erweist sich, dass es ein außerordentlich brutales, kriegerisches Jahrzehnt gewesen ist, wenn man von anderen Weltregionen auf die Geschichte blickt. Ein interessanter Abend morgen um 19 Uhr hier an derselben Stelle. Vielleicht darf ich dazu sagen, für die, die es nicht wissen, unsere Einstein-Stipendium ist eine sehr schöne, sehr besondere Sache. Wir wählen die Kandidaten aus. Wir bekommen
Bewerbungen aus aller Welt und wir versuchen natürlich die beste, die originellste, die interessanteste junge Menschen, also unter 35 ist da der die Grenze. Ja, wer noch unter 35 soll unsere Website anschauen. Wir werden neue Bewerbungen aufnehmen für das übernächstes Jahr. Aber Thomas Meany ist, ich kenne dieses Projekt noch nicht, aber ich kenne seine andere Sachen, die sind immer wirklich sehr interessant. Kann ich morgen also, sehr gut empfehlen. Ja, wärmstens empfohlen. Aber zunächst mal vielen Dank an Susan Neiman.